BFV Rothauspokal. Das Finale steht an und es ist gleichzeitig das Derby zweier Mannschaften, die ihre jeweilige Saison super erfolgreich abgeschlossen haben in der Liga. Drittliga-Vizemeister KSC trifft auf den Meister der Regionalliga Südwest, den SV Waldhof Mannheim. Der Wildpark bietet eine Top-Kulisse vor über 7000 Zuschauern, die zu diesem Finale gekommen sind. Und die sehen nach einer Viertelstunde Yannick Sommer, der hat viel zu viel Platz, will es hier aber zu genau machen. Nur 3 Minuten später, der SV Waldhof spielt bis dahin klasse. Der Ligaunterschied der beiden zukünftigen Aufsteiger ist nicht zu bemerken. Das ist Meierhöfer und schauen Sie mal, wie viel Platz der hat. Und dann schickt er ihn ins Eck. Das 1:0. Er hat viel zu viel Platz und nutzt diesen Astrein, der Underdog führt. Keine 10 Minuten später, Mannheim ist wach und will hier die Sensation gegen den zukünftigen Zweitligisten schaffen. Segert mit dem Kopf, Maurice Deville staubt ab. Mannheim führt 2:0 nach nicht einmal einer halben Stunde. Das ist eine Überraschung. Aber der KSC ist jetzt wach und der SV Waldhof scheinbar nicht. Haarsträubender Ballverlust im Aufbauspiel. Sané wartet genau auf den Augenblick, in dem Unglücksrabe Schuster die Beine öffnet. Sofort der Anschluss durch Sané, der in der Liga keinen Treffer erzielen konnte. Hier macht er das 1:2. Der KSC wird in der Folge stärker, ohne aber bis kurz vor der Halbzeit wirklich gefährlich werden zu können. Wir sind schon 2 Minuten über der 45, das ist Poirier. Und da ist schon wieder Saliou Sané. Was eine Technik, wie er diesen Ball veredelt. Mit 2:2 geht's in die Pause, der KSC fängt sich rechtzeitig. Und die Karlsruher Fans sind erwartungsfroh auf eine verrückte zweite Halbzeit. Der KSC startet besser in diesen zweiten Durchgang und hat nach 5 Minuten diesen Freistoß. Wanicek mit der optimalen Flanke per Freistoß und Rosbach mit der grandiosen Kopfballtechnik. Der KSC dreht dieses Pokalfinale nach einem 0:2 Rückstand in ein 3:2 dank Verteidiger Rosbach. Rund eine Viertelstunde vorbei und der KSC will jetzt mehr. Martin Röser kommt zu Fall, aber war da ein Kontakt? Nee, ganz und gar nicht. Toll gesehen von Schiri Fritsch und Röser hatte schon gelb und muss deshalb verdientermaßen mit der Ampelkarte runter. Nur 3 Minuten später, Karlsruhe zeigt sich wenig geschockt von der Unterzahl und sucht sein Heil in der Offensive. Sané mit toller Partie, Çamoğlu behält die Kontrolle und hat dann auch noch einen Geniestreich übrig. Was eine Kiste vom 22-Jährigen, wie wichtig für den KSC in Unterzahl, erhöhen sie. Der Waldhof hat nach der frühen Führung 4 Buden kassiert, könnte aufgeben, machen sie aber nicht. Innerhalb von 5 Minuten gibt es gleich 2 gute Chancen. Nur 1 Minute später, schon wieder der Waldhof, dieses Mal beim Freistoß. Yannick Sommer mit dem Hoffnungsschuss. Etwas Glück mit dem Innenpfosten, aber Mannheim ist zurück. Ein Tor fehlt noch zur Verlängerung. Der Waldhof will diese extra 30 Minuten hinten dran, wenn nicht sogar gewinnen, rückt deshalb natürlich weit auf. Und der KSC kann das immer wieder in Konter ummünzen. Poirier macht nicht den Deckel drauf. Der Top-Torjäger der dritten Liga lässt die Vorentscheidung liegen. 90+1 und der Waldhof kämpft bis zum Erliegen. Der KSC mit der nächsten Konterchance. Und dieses Mal spielen sie es toll aus, bis Wanicek es ganz cool macht. Das ist die endgültige Entscheidung in einem denkwürdigen Finale. Der KSC gewinnt den BFV Rothauspokal. In einem Wahnsinnsfinale, in dem sie Mannheim mit 5:3 besiegen und krönen ihre Aufstiegssaison auch noch mit diesem Titel. Weil sie aber unter den ersten 4 der dritten Liga gelandet sind, darf auch der 2. des BFV Rothauspokals, der SV Waldhof Mannheim, in der kommenden Saison im DFB-Pokal antreten. Zweite Halbzeit hat man natürlich schon auch gesehen, welche Qualität in der Mannschaft steckt. Ja, insgesamt so einfache Tore bekommen, ja. Trotzdem eine gute Erfahrung für meine Spieler. Ja, ich glaube, wir waren einfach ein bisschen naiv. Wir haben den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht, den der KSC dann auch eiskalt ausgenutzt hat. Ja. Das zeigt dann die Qualität, die sie über die ganze Saison gezeigt haben. Deswegen sind sie auch in die zweite Liga aufgestiegen. Das muss man dann auch ein bisschen anerkennen. So ein Derby-Sieg tut denen jetzt nochmal gut. Und es war natürlich auch ein Spektakel am Ende. Wollten wir natürlich vermeiden, aber so ist das manchmal.
Ja, das haben wir gesagt, wir haben das, die Pflicht erfüllt, das heißt der Aufstieg. Und jetzt wollten wir einfach die Kühe auch nochmal dementsprechend zeigen. Wir haben, denke ich, ein schönes Fußballspiel gesehen, beim guten Rahmenprogramm, ein toller Abschluss jetzt. Jetzt machen wir endlich mal Urlaub.